Hi zusammen. Schöne Grüße aus dem Kreativstudio Del Mar. Hier ist Micho, hier ist Pavel und das Thema ist heute Datensicherung und vor allem die Daten finden. Bleibt dran. Ihr fotografiert viel, wir fotografieren viel und dementsprechend haben wir natürlich auch viele Fotos auf unseren Festplatten. Einige haben die Fotos auf der Computerfestplatte, wir nicht, weil wir haben auch viele Programmanwendungen, ja, also viele Sachen, die sowieso sehr viel Platz belegen und deshalb setzen wir natürlich auf externe Festplatten. Das sind jetzt unsere Festplatten, die wir meistens nutzen, das von Lassie, ist übrigens kein Product Placement, die kaufen wir alle bei Amazon. Ja. Die sind 5 Terabyte groß und da passt natürlich jede Menge. Nicht nur Fotos, wir archivieren natürlich auch unsere Videos, die wir drehen und Videos sind ganz andere Datenmengen. Das sind schon ziemlich große Dateien, vor allem das in 4K. Ja. Wir nutzen diese Festplatten, das sind jetzt quasi Festplatten, wo wir unsere Fotos ablegen, die schon, ja, die wir quasi archivieren. Ja? Ja. Deshalb 5 Terabyte. Aber zum Arbeiten benutzen wir sowas, das ist jetzt SanDisk. SanDisk oder SanDisk, wie ist richtig? Kommt drauf an, wo die Firma ansässig ist. Ich habe keine Ahnung. Na, ist egal. Vermute mal, aber auf jeden Fall, das ist SSD, Solid State Disk. 1 Terabyte, gut, es gibt natürlich auch 500 und 2 Terabyte, aber 1 Terabyte, das ist das, was aktuell eigentlich bezahlbar ist. Ja, ich habe übrigens neulich gesehen, von einer Firma 1 Terabyte SSD-Festplatte für 56 Euro. Mhm. Ja? Und für die haben wir, glaube ich, so 120, 130 Euro bezahlt. Ja? Also das hier nicht zum Archivieren, weil zu teuer. Das ist aber zum schnellen Überspielen von Speicherkarte auf ein Zwischenmedium, um dann zum Beispiel den Film zu schneiden, zu produzieren etc. Und wenn das fertig ist, kommt es von hier da drauf. Ja. Manche haben auch, weil wir haben ja schon mal ein Video zu diesem Thema gemacht, aber die Sachen entwickeln sich weiter und auch unsere Arbeitsweise entwickelt sich weiter. Viele haben zu Hause NAS stehen, also Network Attached Storage. Haben wir nicht. Wir machen es im Prinzip einfacher. Gut, bei uns ist es auch so, wann sind wir schon mal zu Hause? Gut, jetzt auch mit Stay at Home, okay. Aber jetzt haben wir den Punkt verpasst. Das heißt, wir sind im Prinzip unter normalen Umständen die meiste Zeit unterwegs. Das heißt, ein NAS zum Archivieren ist bei uns eher problematisch und hinderlich. Deswegen haben wir im Prinzip alles auf solchen Festplatten. Ja. Und die haben sich auch bewährt. Also bis jetzt ist nichts kaputt gegangen. Gut, Backup sollte man normalerweise immer haben. Und der Backup sollte nicht unbedingt auch da sein, wo man selbst ist. Aber de facto ist es so, sämtliche Fotos der letzten 8, 9 Jahre, also die ich aufgehoben habe, die RAWs und auch die bearbeiteten Fotos, sind auf diesen beiden Festplatten. 5 Terabyte, 5 Terabyte. Platte 1 ist komplett voll und Platte 2 ist nahezu voll. Und damit arbeiten wir. Wenn wir einen Workshop gehabt haben, von hier zum Bearbeiten und dann hier drauf und dann, wie gesagt, normalerweise dann auch der Backup. Und die Frage stellt sich dann immer, okay, Bilder finden. Weil immer ganz große Diskussionen zu dem Thema. Wir haben mehrfach betont, wir haben neulich ein Video gemacht zum Thema Synchronisation von Daten oder von Fotos mit Lightroom. Wie organisieren wir unsere Daten? Jetzt mal jenseits von der Festplatte. Ja, also ich mache zum Beispiel so, ich mache einen Ordner. Zum Beispiel, ich war jetzt in Hannover fotografieren. 2021, 02, 13 oder 14, ja, dann habe ich Datum, dann schreibe ich Hannover und auf meiner Festplatte ist das immer so, in chronologischer Reihenfolge steht Datum, Ort. Also bis jetzt habe ich alles soweit gefunden, aber es ist natürlich klar, wenn ich am Tag 300-400 Bilder gemacht habe oder manchmal sogar 1000 Bilder, dann wollen wir natürlich auch thematisch die Bilder irgendwie finden. Yeah? Genau, und darum geht's. Und da kommen wir natürlich nicht weiter mit diesem Ordnersystem. Da muss natürlich eine intelligente Lösung hin und deshalb arbeiten wir natürlich auch mit Exire. Ja? Das haben wir auch schon ein paar Mal vorgestellt. Ja? Wir haben 2 Videos zu diesem Thema, 2. Einmal damals zum Exire Search, als das neu war. Das war dann quasi das Lightroom-Plugin für die Leute, die Bilder über Lightroom in Katalogen sortieren und archivieren und organisieren.
Und dann habe ich nochmal ein Video gemacht, als das Xayah Photo rauskam, weil wir zwei nutzen Lightroom zum Bearbeiten, aber nicht zum Organisieren unserer Bilder, sondern das Organisationsprinzip sind diese Festplatten mit diesem Ordnersystem, was Pavel eben gerade erwähnt hat. Und dann, wie gesagt, braucht man irgendetwas, um Bilder zu finden. Und jetzt ist im Prinzip ein Jahr rum, mehr oder minder ein Jahr, wo wir, beziehungsweise ich, Xayah Photo konsequent nutzen. Also nicht immer sucht man Bilder, dann weiß man, okay, ich muss ein Gruppenbild erstellen von dem Hannover Workshop, dann guckt man halt auf der Platte in dem entsprechenden Ordner nach und dann ist gut. Aber wenn es ein bisschen komplexer wird, dann braucht man schon Unterstützung. Wer von euch hat unser SkySwap Videotraining? Da gibt es eine Bibliothek mit Himmelsbildern, ne? Und die wollten wir ja irgendwann mal aktualisieren. Wir haben damals irgendwann mal gesagt, okay, wir brauchen ein kostenloses Upgrade oder möchten ein kostenloses Upgrade mit weiteren Himmelsbildern anbieten. Ich habe keine Ahnung gehabt, wo diese ganzen Himmelsbilder sind. Und ich habe dann Xayah angeschmissen und habe dann gesagt, okay, such mir alle Himmelsbilder von, ne, innerhalb von 9 Gigabytes, nicht Gigabytes, Terabytes, such mir Himmelsbilder raus. Und dann haben wir die schönsten ausgesucht und das war dann der kostenlose Upgrade für unser Videotraining für euch. Und in solchen Situationen ist es Gold wert. Aber mir hat ein wichtiges Feature bei Xayah Photo gefehlt, weil diese Ordnerstruktur, die Pavel und ich anlegen, Datum und Ort zum Beispiel, dieser Ort, der wird natürlich nicht automatisch erkannt, es sei denn, es sind mega Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel der Eiffelturm, hoffentlich nicht nachts fotografiert, oder zum Beispiel Tower Bridge, sowas wird dann erkannt. Aber bei allen anderen Sachen, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, in London oder New York oder wo auch immer, das wird dann halt nach Architektur sortiert, das wird Architektur erkannt, Gebäude etc., aber nicht, dass es London ist. Und das war für mich immer ein großes, großes Manko, dass ich Xayah konsequent quasi für alles nutze. Und ich hatte dann auch den Wunsch an das Entwicklungsteam gestellt, dass dieses Feature kommt. Und seit Version 1.09, glaube ich, ist es möglich, zu einer beliebigen Anzahl von Fotos noch benutzerdefinierte Stichworte hinzuzufügen. Das Hinzufügen ging schon immer, aber es war halt von der Anzahl her begrenzt. Ich konnte, glaube ich, nur am Anfang 50 Bilder auswählen und es war halt, wenn wir von einem Shooting zurückkommen oder von einem Tag Fotoreise, das sind halt deutlich mehr als 50 Bilder und das Feature gibt es jetzt und deswegen haben wir gesagt, okay, machen wir jetzt ein Video zum Thema, wie organisieren wir unsere Daten, aber wie funktioniert das jetzt konkret? Ein Jahr Erfahrung mit Xayah Photo. Wie das funktioniert? Ja, wir haben das jetzt gerade angeguckt, das funktioniert super und ihr könnt das jetzt sehen, also wir zeigen jetzt einfach mal, Micho zeigt jetzt einfach mal, wie das läuft und ja, dann könnt ihr selbst diese Erfahrung machen. Da wären wir jetzt in Xayah Photo. Für alle diejenigen, die Xayah Photo jetzt zum ersten Mal sehen in diesem Video, ganz kurz, es ist eine Software, die mir hilft, meine Bilder A zu organisieren und B, die Bilder automatisch zu verschlagworten, sodass ich sie sofort finde. Xayah schaut in die Bilder, die ich hier importiere und analysiert sie und vergibt auf Basis dessen, was diese Software aufgrund von künstlicher Intelligenz in den Bildern sieht, Stichworte. Und danach kann ich dann entsprechend suchen. Links haben wir jetzt hier die Ordnerstruktur. Das sind alles Bilder, die ich hier in Xayah Photo importiert habe. Und hier sieht man auch genau die Namensgebung, die wir, also Pavel und ich, auf unseren Festplatten verwenden. Ich blende sie mal ganz kurz ein. Das hier wäre die erste 5 Terabyte Platte. Und ihr seht, Xayah übernimmt die Benamung des Ordners auf der linken Seite. Und das grüne Häkchen zeigt an, okay, die Bilder, die sind verfügbar. Xayah erstellt Vorschaubilder, das heißt, ich kann suchen, auch wenn die Festplatten nicht angeschlossen sind. Und wenn die Festplatten angeschlossen sind, dann könnte ich die Bilder auch bearbeiten zum Beispiel. Und deswegen ist hier dann das grüne Häkchen. Die zweite Festplatte ist hier analog. Und wie man sieht, in Xayah habe ich jetzt hier von 2004 bis, gucken wir mal ganz runter, 2020, Oktober, unser letzter Outdoor-Workshop im Zoo in Hannover. Und seitdem geht halt nichts mehr. Und hier bin ich jetzt im Ordner Yosemite, aufgenommen 2012 im Mai.
Wenn ich jetzt so ein Bild auswähle oder das hier zum Beispiel, dann sehe ich auf der rechten Seite sehe ich die Stichwörter, die Xayah basierend auf seiner künstlichen Intelligenz identifiziert hat. Also das Bild ist dunkel, ja, Natur, Pflanze, Wald, Baum, Holz, Berg und Hochland. Das ist gar nicht mal so schlecht. Gut, unten noch die entsprechenden Kamerainformationen, die ganz normalen Meta-Tags, aber darum geht es jetzt hier nicht. Es geht um diese Stichworte und die dunkelblauen oder die in blau gehaltenen Stichworte, die kommen von Xayah Photo. Die wurden automatisch hinzugefügt. Mein Problem in der Vergangenheit, ich habe, wie gesagt, alles importiert, was ich hatte. Wenn ich jetzt hier Bilder haben wollte im Bereich Yosemite, alle Bilder von Yosemite, dann kennt Xayah Photo natürlich nicht den Yosemite National Park. Das ist etwas, was nur ich weiß. Und klar, der Ordner, den ich hier habe, der hilft mir. Aber wenn ich darüber hinaus ein anderes Thema mit dieser Reise oder diesem Fotospot verbinde, dann fehlt mir das. Das kann Xayah schlicht und ergreifend nicht wissen. Also habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, meine eigenen Stichworte hinzuzufügen. Das geht, aber es war mengenmäßig begrenzt. Und mit den neueren Versionen von Xayah Photo kann ich jetzt Stichworte zu einer beliebigen Anzahl von Fotos hinzufügen und damit quasi meine Suchwelt komplettieren und perfektionieren. Spielen wir das mal durch. Ich gehe jetzt hier auf meine zweite Platte. Da wären wir. Und ich nehme jetzt einen Ordner, der einzige auf dieser Platte, der noch nicht drin ist. Von unserem letzten Shooting, wo wir das Sigma-Objektiv vorgestellt haben. Ich nehme jetzt den Ordner und ziehe den jetzt hier rein. Gehen wir zu Xayah zurück und sage, okay, das Verzeichnis hat er gefunden. Alle Unterordner einbeziehen. Fotos jetzt analysieren, wenn es ganz viele sind, kann man das dann auch nach dem Import nochmal zentral anstoßen und bitte die Vorschauen erstellen, damit ich quasi ohne die Festplatten angeschlossen durch die Bilder durchsuchen kann und ich sage Start. Links oben sehe ich jetzt, wie weit der Prozess vorangeschritten ist und in der Mitte sehe ich schon mal die Vorschaubilder und er müsste auch ziemlich, ja, ist eigentlich schon fertig, weil es waren jetzt nicht so wahnsinnig viele Bilder. Wenn ihr mehr habt, wie gesagt, einfach alles importieren und nachts analysieren lassen, gar kein Problem. So, jetzt haben wir hier verschiedene Bilder, die haben wir auch in dem YouTube-Video gezeigt. Und wenn ich jetzt auf ein Bild klicke, dann sehe ich rechts die von Xayah vorgeschlagenen oder gepflegten Stichworte, die man übrigens auch exportieren kann. Also, Gesicht, Person, ein Gesicht, Porträt, Frontalansicht, männlich, erwachsener Bart und eine Sonnenbrille. Nicht schlecht. Bei anderen Sachen analog. Jetzt hier bei dieser Landschaftsaufnahme, okay, kontrastreich, Natur. Jetzt könnte ich sagen, gut, ich möchte all diese Bilder unter dem Stichwort Sigma und unter dem Stichwort Spanien thematisch zusammenfassen. Ohne jetzt einen eigenen Ordner auf der Festplatte noch dazu anzulegen und um die Möglichkeit zu haben, danach zu suchen. Ganz einfach, Steuerung A, alle Bilder ausgewählt. Und jetzt kann ich hier sagen, gut, Stichwörter hinzufügen, Spanien. Bestätige mit der Return-Taste und jetzt ist dieses Attribut hinzugefügt. Wenn ich jetzt hier runter scrolle, sehe ich einen grauen Eintrag Spanien und dann sage ich jetzt hier noch zum Beispiel Sigma, weil das im Rahmen eines Shootings für ein YouTube-Video passiert ist. Nochmal Enter und ich habe beide drin. Gehe ich jetzt auf einen anderen Ordner, gehen wir hier zu Yosemite zum Beispiel zurück. So. Und jetzt sage ich hier, ich suche jetzt zum Beispiel nach dem Stichwort Spanien. Dann sehe ich hier, okay, gibt es und zwar 16 Mal. Füge ich jetzt zu meiner Suche hinzu und sage Starte Suche und alle Bilder sind wieder da. Kann ich jetzt natürlich noch verfeinern, nehmen wir an, das wären jetzt 1000 Bilder gewesen. Dann gehe ich nochmal hier auf die Stichwortsuche. Spanien ist noch drin und dann sage ich jetzt, hier zum Beispiel Bart. Keine Überraschung für Bart, weil Babel und ich sind in auch vielen Bildern zu sehen. Das füge ich jetzt hier mit Plus hinzu. Also Bilder, die in Spanien entstanden sind und wo ein Bart zu sehen ist. Starte Suche und voilà, genau zwei Bilder und zwar die richtigen. Und genauso funktioniert Xayah. Aber jetzt, wie gesagt, mit diesen eigenen benutzerdefinierten Stichworten eigentlich für mich jetzt die perfekte Lösung. Ich bin jetzt tatsächlich hingegangen und habe für alle Ordner, die man jetzt hier links sieht, pro Ordner ein oder zwei Stichworte hinzugefügt. Das war jetzt keine stundenlange Arbeit.
Weil in einem Ordner sind vielleicht tausende Bilder, aber es ist ein Ordner, das heißt, ich vergebe ein Stichwort und fertig. Und so kann ich jetzt quasi alles finden, was ich im Rahmen meiner fotografischen Tätigkeit vielleicht brauchen sollte. Wie sieht sowas konkret aus? Ich gehe jetzt wieder auf die Stichwortsuche, nehme das jetzt hier raus, was ich zugefügt habe, und sage zum Beispiel China, weil da war ich früher mal öfters. Ich füge China hinzu, das sind 961 Bilder, und dann sage ich, okay, keine Naturaufnahmen, ich möchte Architektur. Und ich sehe, okay, alles von Xayah selbst gepflegt, es gibt Architekturbilder, aber es gibt auch spezielle chinesische Architektur. Nicht schlecht. Gehe ich drauf und sage, starte Suche. Bitteschön. Forbidden City, Tempelanlagen, alles Mögliche. Und genau das, was ich brauche. Anderes Beispiel. Ich weiß, ich war öfters auch in New York zum Beispiel. Dann setze ich die Auswahl zurück, sage New York, wähle das aus und sage jetzt hier auch Bart. Hat man ja eben. Also es gibt 12.906 Bilder, wo ein Bart zu sehen ist. Aber wie gesagt, welche davon sind in New York? Ich erwarte schon, dass jetzt öfters mal Pavel und ich zu sehen sind. Also sage ich, starte Suche. Voilà, die Gruppenbilder, Porträtshootings in Manhattan, alles Mögliche. Und jetzt kann ich auch zum Beispiel sagen, ich gehe jetzt mal auf das Erstellungsdatum und sage, okay, wann sind diese Bilder entstanden? 2019, 18, 17, 15, 14, 13. Nicht schlecht. Dann gucke ich mir an, welche Bilder sind zum Beispiel 2018 entstanden. Im April, jawohl, und die 20 möchte ich sehen. Das ist eine wirklich sehr flexible und leistungsstarke Lösung, um sehr schnell das zu finden, was man sucht. Und an einen Teil dieser Bilder kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Anderes Beispiel, nehmen wir das mal zurück. Ich weiß auch, wir waren öfters mal in Dubai zum Beispiel oder in Abu Dhabi, haben eine Fotoreise gehabt und hier, voilà, Abu Dhabi habe ich selbst gepflegt, ist ein grauer Eintrag. Nehmen wir dazu und ich sage jetzt hier Strand zum Beispiel. Gibt es Strandbilder in Abu Dhabi? Ja, dunkel erinnere ich mich schon, aber gucken wir uns mal an, was jetzt kommt. Oh, das sind sehr alte Bilder. Das war die allererste Fotoreise, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, das war Abu Dhabi, gucken wir mal drauf. Reisensand, See, Strand, Insel, Gewässer, ungesättigt Natur, passt. Und ich habe selbst Workshop und Abu Dhabi hinzugefügt und Dubai und Fotoreise, weil in dieser Fotoreise wir beide Städte besucht haben. Hier Erstellungsdatum zum Beispiel 2014 war genau diese Reise und zwar im Oktober. Also ihr seht, alles möglich und wenn ich jetzt basierend auf diesem Bild zum Beispiel sage, okay, ich hangele mich jetzt mal durch die ganzen Stichworte, die jetzt hier von Xayah gepflegt worden sind, zum Beispiel gib mir alle Strandbilder. Ich klicke auf Strand, voilà, 2844 Strandbilder. Quer über die gesamte Datenbank und über alle Bilder, die ich jemals geschossen habe. Und mit einem Klick bin ich von Strand in Abu Dhabi auf Strand in meinem gesamten Portfolio gewechselt. Genauso gut kann ich sagen, okay, zeig mir alle Tiere. Ohne dass ich jetzt die Suche nochmal anschmeißen muss, ist das entsprechend da. Also, wer Xayah haben sollte, unbedingt, das wäre jetzt mein Tipp, wenn ihr so eine Festplattenorganisation haben solltet, so wie wir, pflegt diese ein, zwei Stichworte pro Ordner und ihr habt ein extrem mächtiges Werkzeug, um alles zu finden, was ihr braucht. Hast du sehr gut erklärt. Oh, danke. Wobei, hat auch Ja. Spaß gemacht, weil wie gesagt, Ja. das Arbeiten damit macht Spaß. Ja, und ihr seht, also man kann tatsächlich bei Unmengen von Fotos, also bei vollen Festplatten, tatsächlich die Motive finden, die man gerade sucht. Und wenn man so eine intelligente Lösung nicht nutzt, dann ist das natürlich mit Zeit verbunden. Irgendwann mal findet man alles, aber trotzdem sagt man, okay, also es wäre schon nicht schlecht, wenn ich sage, okay, Pavel, New York, Himmel oder sonst was, ja. Ja. Ja, also Lucy in the Sky with Diamonds, Oder was auch immer. anderes Beispiel. Wir posten ja jeden, also eigentlich jeden Tag auf Social Media mindestens einen Post. Und irgendwann, man hat jetzt nicht unbedingt sozusagen die neuen Bilder. Ja? Also, oh, ich war jetzt unterwegs und diese drei Motive, ich möchte es unbedingt posten. Sondern man hat eben keine neuen Bilder und es stellt sich trotzdem die Frage, ich will was posten, was mache ich denn?
Und nicht immer hat man eigentlich die Idee, ach, damals und dort die Ecke und ich will das und das posten, jetzt bearbeiten und euch dann zeigen. Ich mache es meistens so, ich schmeiße das Ding an und gebe einfach mal beliebige Stichworte ein und lasst mich überraschen, was so hochkommt. Und dann ist es immer so, oh, guck mal, das Bild auch damals, weißt noch, und dann nimmt man das. Stichwort überraschen, weil Ja. man vergisst oft, was man Ach, fotografiert hat. Das geht uns ja. auch so bei Ja. diesen ganzen Fotos, die wir jetzt in den letzten Jahren geschossen haben. Und dann, oh, das habe ich auch fotografiert, wie geil. Und dann sieht man das quasi mit einem frischen Blick. Ja. Ja, also man kann schon mit neuen Ideen das Bild bearbeiten, posten. Und ja, alle sind happy und Oma natürlich auch. Ja, und Ja. das Bild, das wir neulich gepostet haben, wir posten normalerweise selten schwarz-weiß, wobei wir haben unsere Action Presets für die schwarz-weiß Entwicklung oder Gut, Monochrom. das Bild ist natürlich der Hammer. Das, wie gesagt, ich hab das Video hier vorbereitet, habe ein Upgrade gemacht etc. Und dann kommen halt die ganzen alten Bilder, ne? Und dann auf einmal sehe ich dieses Foto, uralt, Alpha 6000, Jahre her. Da haben wir, ich weiß gar nicht, ob, doch, da haben wir uns schon gekannt. Und ja, das Bild wurde dann neu entwickelt. Das waren so schöne Momente, wo ich sagte, ach, war toll damals und man macht halt eine neue Version. Ja, und Ne? so läuft das. Ja. Wenn ihr euch das selbst angucken möchtet, also Link zu Exire Search ist unter dem Video, Und Exire also Foto genau, auch, Exire ne? Foto, guckt euch das an und wir haben schon von vielen Feedback gekriegt, dass das tatsächlich sehr gut funktioniert für euch. Und ja, also da freuen wir uns, wenn wir euch mit diesem Video auch ein bisschen Inspiration geben konnten, ein bisschen helfen konnten im Punkto organisieren, also speichern und dann entsprechende Motive, Bilder finden. Also das ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Ja. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Channel. Falls das noch nicht geschehen ist, werdet Mitglieder, weil für Mitglieder geben wir immer Extras, zum Beispiel Rohdaten von neuen Kameras, neuen Objektiven, wenn wir irgendwas zum Testen kriegen. Wir haben jetzt wieder ein Paket bekommen mit verschiedenen Objektiven, dazu kommen wir ein bisschen später. Da werden wir auch testen, fotografieren, motivgebunden natürlich und euch Tipps geben, wie wir das Ganze machen. Und klar, also Kanalmitglieder bekommen immer extra Features von uns zugesandt oder zum Download. Ja. Und ansonsten gibt es natürlich viel bei uns im Shop. Also wir sind jetzt wieder im Arbeitsmodus. Ja. Also jetzt hier mit dem Haus in Spanien, also es hat uns 2 Monate intensive Arbeit gekostet. Wir haben jetzt alles soweit fertig, also zu 90%. Ja. Und jetzt sind wir wieder komplett im Kampfmodus. Wir arbeiten, wir produzieren, wir bereiten neue Produkte vor, neue Workshops. Und natürlich haben wir auch alte Sachen. Was heißt alte? Also die Sachen, die wir schon produziert haben, die sind bei uns im Shop. Fotografie, Bildbearbeitung in Lightroom und Photoshop, Presets, Aktionen, Bücher, Workshops, Online-Workshops oder normale Workshops. Also irgendwann mal wird es schon gehen, dass sie stattfinden können. Ja, also da hoffen wir alle darauf und ja, dann sehen wir uns auch. Also wir vermissen euch total, weil jetzt online sehen wir euch jede Woche, aber jetzt im realen Leben, also da muss schon wirklich eine Lockerung auf, dass wir wieder Workshops machen dürfen. Dann, in dem Sinne, Ja. macht's hübsch, archiviert Bilder richtig, ja, Findet sie? findet sie, das ist auch ganz wichtig und vergesst nicht, Oma zu grüßen. Ciao.